Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Chris. Und Chris schreibt auch eine E-Mail für uns, nämlich schreibt er: Moin Moin, ich schaue eigentlich jede deiner Zoo-Bewertungen und dachte mir, jetzt schicke ich dir mal meinen Zoo. Er ist noch sehr leer und lange noch nicht fertig. Deswegen ist er noch für eine kleine und entspannte Folge top geeignet. Ich gebe mir sehr viel Mühe, alles realitätsnah und authentisch zu gestalten und ich bin sehr auf deine, eure Bewertung gespannt, falls du aus meinem Zoo überhaupt eine Folge machst. Bis dahin, viele Grüße, Chris. Und dann hat er mir noch einen Steam-Workshop-Link mitgeschickt, den packe ich auch unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr den Zoo auch mal selber ausprobieren, weil das hat er uns auch natürlich erlaubt, aber ist ja auch eigentlich logisch, wenn er auf dem Steam-Workshop ist, kann ihn ja sowieso jeder spielen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir in den Zoo von Chris. Und schon sind wir da. Der Zoo heißt übrigens Zoo Paradise. Also das konnte ich gerade dem Workshop-Objekt-Zoo-Speicherstand, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall entnehmen. Und jetzt geht's direkt los. Mal schauen, was uns hier erwartet in Zoo Paradise. Da bin ich sehr gespannt. Scheint auf jeden Fall heiß zu sein und viele Gäste sind noch da. Oha. Okay. Sind aber, glaube ich, nur um die, genau, um die 1000. Ich glaube, das geht noch. Müssen wir mal schauen. Zur Not müssen wir die gleich disablen. Aber jetzt gerade ist es ja noch völlig okay. Alle am Schwitzen, so wie es aussieht. Okay, plätscherndes Wasser. Das ist doch schon mal schön. Na, direkt über eine Brücke, wo ein Fluss ist. Ganz vielen Springbrunnen. Was ist das für ein Geländer hier? Ist das selbst gebaut? Oder ist das da... Oh, das ist Standard von diesem Weg, ne? Das habe ich ja so gut wie noch nie gesehen. Das ist cool. Okay, nice. Also das habe ich wirklich erst sehr selten gesehen, das Geländer hier. Interessant. Hier sind auch ein paar Laternen oder, was sind die Laternen? Straßenbeleuchtung, nennen wir es so. Können wir nichts mit falsch machen. Und natürlich so ein paar schöne Seerosen, ein bisschen Schilf. Gut, hier unten ist es noch unfertig, aber hast du ja auch dazu geschrieben, dass teilweise die Sachen noch unfertig sind. Hier scheint schon Gehege zu sein. Ja, da sind auch Flamingos. Okay, cool. Ich glaube, hier hätte ich sogar den Zaun oder dieses Ding nicht rund gemacht, sondern komplett durchgezogen bis hier vorne. Ich glaube, ich weiß nicht. Kann man beides machen. Aber ich glaube, ich hätte es durchgezogen. Auch schön plätschern. Hier sieht man leider ein bisschen die Düse. Aber es ist cool, wenn man solche kleinen Wasserstellen einbaut, wo das Wasser fließt. Also dieses Gelände habe ich wirklich erst sehr selten gesehen. Aber auch diesen Weg, der wird super selten benutzt. Habe ich zumindest das Gefühl. So, was haben wir hier? Laute Musik, die ist ein bisschen sehr laut. Aber hier ist das erste Gehege, nämlich mit Schildkröten. Ja, ziemlich groß und flach noch. Also so ein paar kleine Höhenunterschiede, habe ich ja schon oft gesagt, sind immer ganz nice. Ansonsten sieht das immer so, ja, unnatürlich, finde ich, aus, wenn ihr das hier mal so seht. Ist auch ein sehr großes Gehege für Schildkröten, natürlich. Deswegen kriegt man die auch schlecht zu Gesicht, aber deswegen gehe ich auch hier direkt hinein. Ja, ein bisschen mehr gestalten kannst du hier ruhig noch. Und natürlich hier dieses Glasdings finde ich immer nicht so schön. Glas ist allgemein nie so eine schöne Lösung. Ich glaube, es wäre cooler gewesen, hättest du das Glas weggelassen und einfach hier noch so ein paar Felsen vor dem Geländer gemacht. Das wäre, glaube ich, echt cool gewesen dann. Echt ein bisschen besser gefunden. So wie hier. Das ist doch cool. Das finde ich schon um einiges cooler, auch wenn hier nur das Geländer ist. Vielleicht hätte man hier auch noch ein paar Büsche oder so vormachen können, um das interessanter zu machen. Da chillen die ganzen Flamingos auf einem Bein. Hier ist leider auch alles sehr gerade noch. Aber schon mal schöne Deko hier. Paradise. Ach, ist das der Eingang hier? Zoo Paradise. Ah, da seht ihr den Namen. Coole Lösung. Finde ich nicht schlecht, so mit zwei Gebäuden zu lösen und da die Schrift drauf zu machen. Und hier ein wunderschöner Willkommensschriftzug. Richtig nice. Sieht toll aus. Mit den Hecken hier, die man als Barriere nimmt eigentlich, oder? Sehe ich das gerade falsch? Oder sind das platzierbare Hecken? Ach ne, es sind platzierbare Hecken. Okay. Never mind. Aber finde ich cool. Das sieht richtig schön aus, das Welcome-Schild. Gefällt mir gut. So, gehen wir mal hier rechts rein. Oh, das sieht ja auch cool aus. Cool gemacht. Hier sieht man das, was ich gerade meinte. Wenn hier noch so ein paar Pflanzen vor sind, vor dem Geländer, sieht das schon um einiges interessanter aus. Wäre hier, glaube ich, auch ganz cool gewesen. So, was haben wir denn hier drin? Vivarien auf jeden Fall.
Hier kann man auch nochmal hochgehen. Flamingos angucken. Gott, ich hoffe, ich verlaufe mich nicht. Solche Ein- und Ausgänge finde ich immer ganz schön, wenn man hier noch so Säulen oder sowas ranmacht. Oder irgendwie, ja, irgendwas, um hier halt diesen Bogen so ein bisschen schöner zu gestalten. Und auch so Geländer Indoor sind auch nie so schön, ne? Ich glaube, jetzt lieber das Geländer weglassen können und vielleicht einfach... Oder das Geländer sogar da lassen und hier noch ein Blumenbeet oder so draus machen. Ich weiß nicht, irgendwas Schönes auf jeden Fall. Sieht ein bisschen leer aus, ne? So, was haben wir hier? Du scheinst überall diese Geländer benutzt zu haben. Ich finde, an solchen Stellen, wo eh eine Mauer oder so ist, kann man das Geländer lieber weglassen. Du scheinst damit sehr viel gearbeitet zu haben. Hier sind auf jeden Fall ein paar Informationen, Essen, Trinken. Das Einzige, was ich noch nicht gesehen habe, ist Toilette. Oh, hier ist auch beleuchtet. Müssen wir nachher auch mal schauen. Okay, ich hoffe, ich verlaufe mich nicht, weil es gibt hier sehr, sehr viele Abzweigungen. Gehen wir mal hier in dieses Gebäude rein. Ah, hier sind auch Vivarien, okay. Das ist ziemlich ähnlich. Oh, hier hast du sogar schon Blumen reingemacht. So ein bisschen. Ich glaube, ich hätte nur das Geländer irgendwie ausgetauscht gegen irgendwie, ja, weiß nicht, vielleicht so einen kleinen Stein oder so. Also so mit Stein so ein bisschen das abgesteckt. Aber es ist schon um einiges besser, wenn da Blumen stehen. Was auf der anderen Seite anscheinend noch nicht hinbekommen. Oh, hier ist es auch so schön mit diesem Schild. Das finde ich wunderschön hier. Richtig cool. Hat so ein bisschen Indianer-Style, so finde ich. So ein bisschen Matterfall. Nennt man das so? Ich glaube schon. Ah, hier sind die Schlangen. Gut, in die Vivarien an sich schaue ich jetzt nicht rein. Habe ich keine Lust zu. So, hier kann man nochmal von oben auf die Schildkröten gucken. Das ist auch super. Die können sogar hier hochklettern, glaube ich. Auf den Unterstand. Haben wir auf dieser Seite ein begehbares Gehege. Die Tiere sind denn hier? Wie sehe ich keine Tiere? Ach, Faun, da hinten. Ah, da. Okay, auch ein schönes, grasiges Gehege. Auch wieder sehr glatt, also sehr flach von der Fläche. So ein paar Höhenunterschiede wären ganz nice. Aber sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Sieht aus wie so ein richtig schöner, idyllischer Park. Gefällt mir richtig gut. Würde ich auf jeden Fall reingehen gerne. Machen wir auch gleich noch. Was haben wir hier? Kaputt geprügeltes Elektrizitätsdingsbums. So, das ist der Eingang für die... Nee, das ist nicht der Eingang für die Mitarbeiter. Gehen wir mal hinein. So, jetzt sind wir in dem schönen Park drin. Ist auch schöne Musik. Schon cool. Dann kann man sich hier auf die Bank setzen. Also da kommt schon so ein bisschen Parkfeeling auf. Finde ich cool. Hier auch nochmal so eine schöne Statue. Sind die Faue da? Hätte sogar vielleicht noch ein paar mehr Faue machen können. Das sind gar nicht so viele. Sieht aber ansonsten sehr schön aus. So, gehen wir mal wieder raus. Jetzt kommen wir nämlich wieder hier an. Okay. Das heißt, wir gehen nochmal da hoch. Noch habe ich mich nicht verlaufen. Ich glaube, noch haben wir das ganz gut abgearbeitet. Alles entspannt. So, hier geht wieder ein großes Gewässer durch. Hier ist auch schön mit Felsen gearbeitet. Hier fehlen auf der Seite noch ein paar Felsen, aber das macht ja nichts. Genau wie hier. Das ist ja auf jeden Fall viel geplant. Hier ist auch eine riesige Bootstour. Schade, dass du nicht mehr weitergebaut hast. Hier hätte ich auch, glaube ich, wieder dieses, was ich vorhin gesagt habe, mit den Bögen. Das noch ein bisschen ausschmücken. Aber ansonsten schon sehr schön. Auch hier mit diesen Laternen sind das, glaube ich, die hier runterhängen, ne? Cool. Das sieht echt interessant aus. Schade, dass du immer mit den Standardgeländern gearbeitet hast. Hier ist sogar so ein bisschen doppelt gemoppelt, ne? Hier so Geländer und hier dann noch so eine Mauer. Aber ein schönes Gehege, auch mit schönen Höhenunterschieden. Schöne Bepflanzung, Wasserfall sehe ich, Dekoration sehe ich. Hier dürfte der rote Panda drin sein. Stand zumindest gerade auf dem Schild. Oh, hier sind sogar so Laternen dran am Zaun. Das heißt, du hast den Zaun hier sogar ein bisschen abgeändert. Das ist eine coole Idee, überall so eine Laterne ranzuhängen an so einen, ja, wie heißen die denn, Stützpfeiler. Wo sind denn die Pandas? Hallo? Gut, hier ist an einer oder anderen Stelle noch nicht ganz so sauber gearbeitet. Aber ich finde es gut, dass du hier alles mit Felsen abgesteckt hast. Ach, hier liegen sie alle eingerollt. Süße kleine Tierchen. Ah, das ist schon sehr schön, ne? Hier so eine süße kleine Brücke. Dann da ein kleiner Wasserfall. Gut, der ist nicht ganz sauber. Das sieht vom ja, Wasseranfang nicht ganz so schön aus. Und auch hier unten sieht es nicht ganz so realistisch aus. Das kann man sicherlich noch besser machen. Aber alles in allem schon ein sehr, sehr schönes Gehege. Sieht super interessant aus. Schöne Klettermöglichkeiten. Hast dich auch wieder beleuchtet.
Wir müssen unbedingt bei Nacht schauen. Ich weiß nicht, ob hier noch Wasser rein sollte. Hier ist so ein Graben. Sieht ein bisschen so aus, weil auch hier die Steine schweben so ein bisschen. Also ich glaube, hier fehlt noch ein bisschen Wasser oder so. Aber von hier aus sieht man das ja nicht wirklich, also von Besucherperspektive. Deswegen finde ich das nicht ganz so schlimm. So, gehen wir weiter. Gut, das mit den Geländern ist, bin ich echt kein Fan von, muss ich sagen. Also du hast halt überall die Geländer an. Aber ich finde auch diese Standardgeländer echt ein bisschen störend. Schöner Springbrunnen. Haben wir hier. Oh, hier sind sogar fallende Blätter. Oder ist das normal bei den Kirschblütenbäumen? Weiß es gar nicht. So. Das finde ich auch immer cool, wenn man so eine Glasscheibe hat und das noch mit Efeu so ein bisschen ausschmückt. Sieht dann immer gleich viel interessanter aus. Blätter habe ich noch immer nicht gefunden. Kann das sein? Was ist denn hier für ein Gehege? Irgendwie sieht man die Tiere bei dir nicht. Die sind irgendwie alle am Schlafen. Ah, Toiletten. Gerade beschwert. Auch sehr coole Lösung hier mit dem Schild und dann den zwei ausgucken. Dann kann man, wenn man hier ansteht und zur Toilette möchte, nochmal die Bären beobachten. Ist man wenigstens abgelenkt, wenn man noch warten muss. Auch schon sehr interessantes Gehege. Sieht ziemlich cool aus hier, die Felsarbeit. Auch schön hier mit diesen Ranken, oder nee, Ranken heißen die nicht, ausgetrocknete Baumstämme kombiniert. Da sind taiwanische Schwarzbären, die machen da gerade Musik mit dem Windspiel. Cool. Das sieht doch schon mal sehr ordentlich aus. Auch hier wieder ein bisschen plätscherndes Wasser. Finde ich gut, dass du so viel plätscherndes Wasser eingebaut hast. Schöne Seerosen, auch schön bepflanzt. Cool, gefällt mir. Hier kann man auch wieder durchgucken, durch das Efeu. Also wenn man diese Standardbarrieren so ein bisschen kombiniert mit ein paar Sachen, finde ich die immer ganz schön. Da ist er. Aber wenig Tiere hast du. Also ein paar mehr Tiere hättest du, glaube ich, machen können. Warst sehr sparsam. So, hier ist noch eine freie Fläche. Was ist denn hier rein? Geht's hier nach Afrika? Oder was? Ich glaube, es geht hier nach Afrika. Sieht zumindest so aus. Hier ändert sich auch die Wegfarbe. Aber auch hier wieder das Geländer. Standardgeländer. So, hier haben wir einmal Essen, Trinken. Und zum Ausruhen was. Oh, hier rechts ist sogar was. Wartet mal. Hier ist ein Gehege. Ah. Okay, das sieht natürlich noch sehr unfertig aus, ne? Wenn man im Hintergrund noch alles sieht. Alles ebenerdig. Ein paar Affenbrotbäume. Oder wie heißen die auch mal? Nicht Affenbrot, oder? Doch, Affenbrotbäume. Wow, bin ich gut. Ja, das Gehege ist noch sehr unfertig. Da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Der ganze Bereich da, glaube ich. Hier gibt es Hippos. Auch ein großes Gehege mit viel Wasser. Sieht auch sehr leer aus, ne? Muss man einfach sagen. Ich glaube, das ist auch noch sehr unfertig. Auch wieder sehr, sehr flach. Also nicht viele Höhenunterschiede drin. Da hinten, das Wasser sieht schon sehr gut aus. Aber hier die freie Fläche ist natürlich ein bisschen langweilig noch, ne? Aber auch hier wieder schöne Felsarbeit. Gehen wir mal weiter. So, lauf, Junge, lauf. Ey, ich bleib hier überall hängen. Hier nach unten gehen wir mal nicht, ne? Das sieht so unfertig aus. Das lassen wir einfach mal außen vor. Oh, hier ist immer ein selbstgebautes Geländer gemacht. Ich glaube, dann hätte ich sogar das andere Geländer ausgestellt hier an der Stelle. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Ich finde das immer wichtig, dass man so Abwechslung macht. Auch hier ein riesiges Gehege. Ich weiß nicht, ob mir das nicht schon zu groß ist. Zu groß ist halt auch nicht gut. Und halt wieder, Entschuldigung, sehr flach. Oh, mein Cappuccino wird kalt. Gerade wieder aufgestanden. Erstmal einen Zoo aufnehmen. Ja, hier ist auch wieder das Problem, ne? Aber je größer man das Gehege macht, desto mehr muss man sich auch anstrengen, interessante Sachen zu finden, um das Gehege interessant zu halten, ne? Ansonsten entstehen halt viele so langweilige Flächen, wie du es hier hast. Ja, ist mir ein bisschen zu groß. Hier ist auch einen schönen eigenen Elefantenunterschlupf gebaut. Sieht schon sehr interessant aus. Es ist aber immer noch indisch hier. Das ist hier der indische Elefant. Das ist auch hier hinten eher so Asia-Dächer gemacht. Weiß aber nicht, ob das so passt. Indisch bringe ich immer eher mit diesem Sandstein in Verbindung. So, das war hier noch Hippo. Okay, weiter geht's. Schon ganz schön groß, hätte ich gar nicht gedacht.
Indian Elephant. Oh, das ist doch süß hier. Sehr schön. Woo. Ich werde mich 100 pro verlaufen. Ich laufe hier auf jeden Fall verwirrtes Stück rum. Ah, hier sind wir wieder bei den Flamingos. Ich glaube, so falsch sind wir gar nicht gelaufen, Leute. Wartet mal. Man hätte noch hier hinten lang gekonnt. Was haben wir denn hier? Ach, hier sind auch die Toiletten, die ich am Eingang vermisst habe. Da sind sie. Okay. Wow, was hat er denn? Wo kommt hier Feuerwerk? Yay, wir feiern die 28.000 Abonnenten. Dankeschön. Danke für euch alle, Leute. Oder an euch alle dafür. Enjoy our zoo. Tue ich gerade. Okay, diese Fahrt machen wir aber mal nicht. Ah, finde ich sehr schön gestaltet hier. Auch hier wieder. Sehr schöne Blumenauswahl. Okay, ich glaube, wir haben echt uns nicht verlaufen. Wir sind sehr gut gelaufen. Hier waren wir nämlich. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch mal... Hier ist auch noch mal Essen, Trinken. Genau, hier kommen wir gerade her. Nee, hä? Hier kommen wir her. Okay, jetzt bin ich maximal verwirrt. Hier können wir auch nochmal rumlaufen, anscheinend. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay. Hier ist die interessante Seite, die ein bisschen mehr gestaltet schon ist. Von dem indischen Elefant. Diese Bahn und so, die werden wir nicht mehr fahren. Dafür ist mir das alles hier noch zu unfertig. Ihr seht ja, man würde eigentlich nur freie Fläche sehen. Backsteinmauern mag ich auch immer nicht so gern. Ich glaube, wir schauen mal von oben, Leute, weil ich glaube, hier hinten kommt nichts mehr. Glaube ich, das Beste, was wir machen können. Sieht schon sehr schön aus. Hier ist der Eingangsbereich. Zoo Paradise. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Glaube aber nicht. Hier waren wir. Hier war der rote Panther. Panda, nicht Panther. Hier waren die taiwanischen Schwarzbären. Du hast auch sehr viel mit erhöhten Wegen gearbeitet. Sieht natürlich von unten dann immer nicht ganz so schön aus, ne? Vor allem, weil du hier noch nichts ausgeschmückt hast. Aber hat man jetzt von oben ja nicht gesehen. Boah, ist das Giraffengehege riesig. Schaut mal. Das geht hier hinten noch lang. Und hier um die Ecke. Hier hatten wir von die Giraffen gesehen. Auch wieder sehr, sehr groß. Das soll, glaube ich, auch ein Mischgehege werden, ne? Ja. Büffel sehe ich da. Zebras sehe ich. Das hatten wir gesehen. Hier waren die Elefanten. Wir gehen mal noch in das Haus rein. Oh, was sind da hinten noch? Ja, das habe ich natürlich jetzt nicht gesehen. Das sieht ja interessant aus. Sehr cooler Dom. Der hat was. Auch wieder diese Kombination, die ich schon oft gesehen habe. Backstein, dieses Weiß und dieses grüne Dach. Das ist ein Gorilla-Haus. Ah, okay, ich verstehe. Sehr interessant. Oh, es leckt leider, sorry. So, hier kann man dann runter gucken und von unten gucken. Oh, Indoor die Kamera zu bewegen ist immer schlimm. Und hier kann man rausgucken. Oh, das sieht aber schön aus. Cool, sehr coole Idee. So einen Dom zu bauen und damit einen Außenbereich. Gefällt mir. Hier auch nochmal schöne Deko. Gut, hier wieder das Geländer. Hätte man meiner Meinung nach lieber weglassen können. Oh, so wie hier. Das ist richtig schön gelöst hier. Schaut mal hier den Übergang an. Und hier auch so ein bisschen Nebel. Oh, das sieht cool aus. Finde ich richtig cool hier mit den... ich hätte sogar, glaube ich, hier den Bordstein noch weggelassen. Obwohl, so schlecht finde ich den gar nicht. Gefällt mir. Das ist richtig cool gelöst. Und dann hier den Wasser oder das Wasser, den Wasser, das Wasser als natürliche Begrenzung zu benutzen. Finde ich richtig cool, sieht richtig nice aus. Und mit dem Nebel auch mega atmosphärisch. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Hier gehen wir auch nochmal rein. Das ist das Elefantenhaus, sieht auch interessant aus. Man kennt auf jeden Fall den India-Style. Toiletten, Essen, Trinken. Und hier kann man dann die indischen Elefanten beobachten. Ist hier Glas zwischen? Nee. Oder? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre aber sogar fast notwendig. Also Elefanten könnten ganz schön gefährlich werden. Oder zumindest noch Gitter oder so, ich weiß es nicht. Ich glaube, Glas wäre schon ganz nice gewesen. An der Stelle, glaube ich, angebracht. Wenn es realistisch sein soll, ne? Muss man nicht machen bei Planet Zoo. Ich finde es bei Planet Zoo auch nicht so schlimm, wenn mal Sachen unrealistisch sind. So, sie sind schön und machen Spaß. So... Ich glaube, wir haben alles gesehen, Leute. Bin mir ziemlich sicher. Ja,
Ich glaube, wir sind relativ gut im Kreis gegangen und haben alles gesehen. Finde ich auch cool, dass du hier so eine Insel gemacht hast. Glaube ich allgemein ziemlich cool, wenn man so ein Wasserzoo baut mit solchen Inseln oder sowas. Habe ich ja auch schon ein paar Mal gesehen. Finde ich immer richtig schön. Aber ich mag auch gerne Wasser. Ich bin großer Fan von Wasser. So, wir machen nochmal Nacht. Schauen wir mal, wie du das hier mit der Beleuchtung gelöst hast. Oh, das sieht doch schon mal schön aus. Zoo Paradise. Vielleicht das Welcome noch anstrahlen. Hier ist dann noch die Statue angestrahlt. Sehr cool. Hatten wir hier noch ein paar Highlights. Gehen wir mal hier rüber. Auch alles sehr schön beleuchtet. Das Gehege auch teilweise so ein bisschen angestrahlt. Finde ich cool. Man darf ja ein Gehege auch nicht so übertreiben. Aber solche Highlights anzustrahlen, wie hier zum Beispiel den Wasserfall und den Kirschblütenbaum, das finde ich immer toll. Mag ich richtig gern. Bei Planet Zoo kann man auch wirklich gut mit Licht spielen, arbeiten. Ach hier. Diese Ecke ist echt so schön, ne? Ist auch sogar schön beleuchtet. So, ich glaube, wir haben alles gesehen soweit. Ich glaube, das war's. Das war Zoo Paradise von Chris dürfte es gewesen sein. Ich hoffe, ich verwechsel jetzt hier nicht wieder den Namen, weil ich vergesse Namen immer so schnell. Seid mir da dann bitte nicht böse, wenn es so sein sollte. Der Zoo ist unten in der Videobeschreibung als Steam-Workshop-Link verlinkt. Und falls ihr mal einen Zoo habt, den ihr einsenden wollt, könnt ihr es auch gerne tun. Unten steht auch die E-Mail-Adresse und alle weiteren Infos dazu. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich selber ein Like freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Bleibt gesund, euer Dandy.